Deutsche Marke oder Unionsmarke? Was melde ich zuerst als Marke an? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner und in diesem Video erkläre ich genau, welche Gründe für eine deutsche Marke als erste Markenanmeldung und welche Gründe für eine Unionsmarke als erste Markenanmeldung sprechen würden. Meldet man nun eine deutsche Marke oder eine Unionsmarke an? Das ist in erster Linie eine Frage der Kriegskasse. Die deutsche Markenanmeldung kostet von der Amtsgebühr her 290 Euro. Die Unionsmarke fängt bei 850 Euro an. Und wenn Sie einen Patentanwalt dazu nehmen, dann wird das je nach Beratungsumfang, Erfahrung und Kanzleigröße und Kanzleiart irgendwo so zwischen 400 und vielleicht 1200 Euro Honorar zusätzlich zu diesen Anmeldekosten kosten. Es gibt natürlich auch günstigere Anbieter, die allerdings dann kaum beraten, und es gibt auch teurere Anbieter, was dann meistens der Kanzleigröße geschuldet ist. Aber so in diesem groben Rahmen wird sich die Markenanmeldung oder das Honorar des Anwalts für die Markenanmeldung bewegen. Ein klarer Vorteil der Unionsmarke ist natürlich die territoriale Abdeckung. Das heißt, die Unionsmarke deckt halt alle EU-Länder ab, während die deutsche Marke nur Deutschland abdeckt. Aber neben den Kosten und der territorialen Abdeckung gibt es eben doch noch weitere verschiedene Gründe, die entweder für die deutsche Marke oder für die Unionsmarke sprechen. Eine spätere sogenannte internationale Registrierung, mit der man Schutz in vielen Ländern in der Erde erzielen kann, ist 5 Jahre lang abhängig von Ihrer Basismarke. Wenn Sie also zunächst eine deutsche Marke anmelden und dann auf Basis dieser deutschen Marke eine internationale Registrierung anmelden, die Sie dann eben zum Beispiel auf USA, Korea, Japan, China erstrecken, dann ist diese spätere internationale Registrierung vom Schicksal der deutschen ersten Anmeldung für 5 Jahre abhängig. Das heißt, wenn in den ersten 5 Jahren ab Anmeldung der internationalen Registrierung die deutsche Anmeldung kaputt geht aus irgendeinem Grund, dann stirbt auch diese internationale Registrierung. Wenn Sie nun also eine deutsche Marke als Basis, als erste Marke anmelden, als Basismarke für die internationale Registrierung, dann kann diese deutsche Marke natürlich aus allen möglichen Gründen gelöscht werden. Und der häufigste Grund ist ein Widerspruch eines Dritten. Und gegen eine deutsche Marke können eben nur deutsche Marken, Unionsmarken und sogenannte internationale Registrierungen, die in Deutschland Schutz haben, geltend gemacht werden. Und auch Firmenkennzeichen, was relativ selten vorkommt. Und bei der Unionsmarke ist es so, da kann eben Widerspruch aus allen nationalen Marken, aus allen EU-Ländern erhoben werden. Also da kann auch Widerspruch eben aus einer griechischen Marke, einer französischen Marke, noch einer britischen Marke, einer spanischen Marke und so weiter eingelegt werden. Also das Risiko, eine Unionsmarke durch einen Widerspruch zu verlieren, ist einfach etwas höher als das Risiko, eine deutsche Marke durch einen Widerspruch zu verlieren. So dass ich, wenn es eben um eine wichtige Marke geht oder eben um den Firmennamen oder ein weltweit gelaunchtes Produkt, was eben wo viel Umsatz erwartet wird, wo man eben auf Nummer sicher gehen will, dann empfehle ich immer als erste Marke eine deutsche Marke anzumelden und dann die internationale Registrierung und in der internationalen Registrierung natürlich auch die EU zu benennen, was dann insgesamt zu einem etwas höheren Kosten manchmal führt, weil man eben da noch dann extra die EU benennen muss, aber eben insgesamt viel sicherer ist. Eine deutsche Marke hat den weiteren Vorteil, dass sie 10 Jahre nach Eintragung nicht mehr als beschreibende Angabe gelöscht werden kann. Eine Marke kann, also sowohl eine Unionsmarke als auch eine deutsche Marke, kann auf Löschungsantrag von Dritten als beschreibende Angabe gelöscht werden. Nehmen wir also an, wir bekommen eine Marke Websites günstiger für eine Webdesignagentur als deutsche Marke oder Unionsmarke eingetragen. Dann kann im Prinzip jeder Dritte oder vor allen Dingen Wettbewerber können dann auf die Idee kommen, einen Löschungsantrag gegen diese Marke zu stellen und dann wird diese Marke vermutlich gelöscht. Bei deutschen Marken ist es eben so, wenn 10 Jahre abgelaufen sind ab Eintragung, kann dieser Löschungsantrag nicht mehr erfolgreich sein. Also ein klarer Vorteil für deutsche Marken. Weiterhin muss man natürlich beachten, dass man vor einer Markenanmeldung immer eine Recherche nach ähnlichen älteren Marken durchführen muss. Dazu habe ich natürlich auch ein Video gemacht, also einfach auf YouTube nach Markenrecherche suchen. Da bin ich, glaube ich, der erste Treffer.
Und bei einer Ähnlichkeitsrecherche, wenn man eine Unionsmarke anmelden will, muss man natürlich alle EU-nationalen Marken auch berücksichtigen bei dieser Ähnlichkeitsrecherche. Das heißt, man muss eben auch nach ähnlichen älteren Marken in Frankreich, in Griechenland, in Großbritannien, in Spanien, Italien und überall in allen EU-Ländern suchen und hat dadurch einen viel größeren Pool an Marken, wo ähnliche Marken halt existieren können, während wenn man eine deutsche Marke anmeldet, muss man halt nur ähnliche ältere Marken in Deutschland, in der EU und sogenannte internationale Registrierungen mit Benennung Deutschland berücksichtigen. Seien wir mal ehrlich, oft ist es aber so, dass der territoriale Vorteil der EU-Marke überwiegt und viele Anmelder als erste Marke die Unionsmarke wählen. Und das ist in den allermeisten Fällen auch genau die richtige Wahl, es sei denn, man will eben später zum Beispiel weltweit die Marke geschützt bekommen und auf Nummer sicher gehen oder eben diesen seltenen Fall ausnutzen, dass die Marke eben vielleicht einen beschreibenden Anklang hat und dann eben zumindest in Deutschland nach 10 Jahren nicht mehr gelöscht werden kann. Aber in den allermeisten Fällen überwiegt der territoriale Vorteil und als Marke wird eine Unionsmarke angemeldet. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video erklären, ob man zunächst eine deutsche Marke oder eine Unionsmarke anmeldet. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Fragen und Kommentare zu diesem Video beantworte ich gerne unter diesem Video. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir gerne einen Daumen hoch. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.